Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Nun wollten sie ihr Opfer bringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Und jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Soweit diese Worte aus dem Lukas-Evangelium. Ziemlich unglaublich, dieser Simeon. Zum einen, dass er sich das Kind da so einfach greift. Welche Eltern würden das zulassen, damals wie heute? Aber dann, noch viel spannender, dass der sagen kann, so, das ist jetzt der Höhepunkt meines Lebens. Für diesen Moment hat es sich für mich gelohnt zu leben. Unglaublich, was er da sagt. Wie kann also diese Begegnung für ihn das so Erfüllende sein? Dass er sagt, mehr brauche es für mein Leben nicht. All das, was ich gesehen, erlebt habe, das ist nicht zu toppen durch das jetzt, diese Begegnung mit diesem besonderen Kind. Simeon ist kein Sonderfall, sondern die Einladung gilt für jede und jeden von uns, das für uns selber genauso wahrzunehmen. Also diese Perspektive auf dein eigenes Leben einzunehmen, die Begegnung letztlich mit Jesus und damit verborgen mit Gottes Anwesenheit, diese Begegnung ist dir möglich und das ist der Sinn, der Mittelpunkt deines Lebens. Dafür hat es sich gelohnt zu leben. Puh, das ist schon was, ne? Dieses Fest Maria Lichtmess, von dem das Evangelium stammt, der 2. Februar, ursprünglich der Abschluss der Weihnachtszeit, macht nochmal diese radikale und vor allem erlösende Konsequenz von Weihnachten deutlich. Deswegen ist es schön, dass es dieses späte weihnachtliche Fest noch gibt, nämlich nach all dem weihnachtlichen Feststress, wo das sonst so untergehen würde in seiner radikalen Herausforderung an uns. Und jetzt auch noch vor dem kommenden Karnevalsstress ist es gut, dass wir so nochmal auf dieses harte, tragende Fundament geführt werden. Also die Begegnung, die Gott letztlich durch dieses Kind mit dir sucht, ist das Einzige, was dich dauerhaft glücklich und zufrieden machen kann. Das ist die Message, die Botschaft, die dahinter steckt. Die Frage ist, warum ist das so schwer, sich das vorzustellen? Warum gelingt das nicht? Ich vermute, dass ein Grund ist, dass wir ständig die Erfüllung, das Glück, den Höhepunkt unseres Lebens woanders suchen. Wir erwarten das irgendwie von uns, von Dingen, die wir umsetzen in unserem Leben. Wir erwarten das voneinander, in einer tollen Beziehung. Und überfordern letztlich uns, die anderen, das Leben damit maßlos. Und das ist dann oft ein sinnloser Kampf, den wir führen, auch mit unserer Unzufriedenheit und mit den Enttäuschungen, die das Leben nun einmal so mit sich bringt. Braucht man nicht alles aufzählen. Trotzdem diese Frage, was willst du eigentlich im Leben erreichen? Die steckt ja dahinter. Ne? Was sind für dich die Momente, für die du lebst, woraufhin du lebst? Die hat schon was Bewegendes. Ich kenne selber mir den Moment vor einigen Jahren, ich war Jugendseelsorger und dann dachte ich, so, du willst aber auch noch leitender Pfarrer werden. Das willst du noch erreichen. Ja, und dann habe ich mich entschieden und dann nahm das so seinen Lauf. Heute würde ich sagen, weiß ich nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Also keine Bange, ich gehe jetzt hier nicht weg. Ne? Aber so dieses, dann hast du das erreicht, was du wolltest, da könnte ich jetzt auch nicht sagen, muss ich ehrlich sein. Das heißt, es gibt viele maßlose Erwartungen aus jeder Richtung, die an uns herangetragen werden in unser Leben, die wir an uns selbst herantragen, die können wir nicht erfüllen. Ich merke das jetzt auch in meiner Pfarrerrolle. Ja? Da wird man auch permanent mit maßlosen Erwartungen überfrachtet, die ich gar nicht erfüllen kann. Und für mich ist es wichtig zu lernen, dass ich das nicht brauche,
jetzt ne, diesen alten Traum, leitender Pfarrer zu sein. Ich fülle diesen Dienst aus, aber ich will lernen, ich brauche das nicht, um glücklich zu sein. Und das ist jetzt ein Beispiel von mir selbst, aber das kann man jetzt auf viele andere Bereiche auch übertragen. Fragen Sie sich mal selber, was hindert Sie jetzt daran, in der jetzigen Situation glücklich zu sein? Was haben Sie da noch an Erwartungen oder vielleicht Überforderungen, die Sie eigentlich gar nicht oder andere einlösen können? Das haben wir ja irgendwie so, alle mit uns. Ja, und als Schwierigkeit hinzukommt dann auch mit unseren Überforderungen, Erwartungen an das Leben, haben wir uns auch mit unserer Zivilisation, unserem sogenannten Lebensstandard, ziemlich ja, in eine Sackgasse manövriert. Eine Situation, die eigentlich nur diese radikale Rückbesinnung des Simeon zulässt. Dieses eine Angebot Gottes, die Begegnung mit mir, sagt Gott dir, die allein will und soll dich glücklich machen. Alles andere, alle anderen Übererwartungen werden uns nur weiter immer mehr in diese Krise, in der wir jetzt stecken, hineinschlittern lassen. Das sehe ich überhaupt keinen anderen Ausweg. Deshalb also dieses Angebot, wie Simeon es merkt, das ist dann nicht mehr zu toppen. Diese Begegnung mit Gott, der auf der Suche nach dir ist. Die Frage ist, wie geht das? Also ist das überhaupt real? Und was passiert überhaupt bei dieser Begegnung? Warum soll das so wichtig für mich sein? Das eine ist, mach's wie Simeon, geh in den Tempel. Wo ist der Tempel? Der bist du selber. Also geh in dein Herz, in das Allerheiligste dieses Tempels. Da geht Simeon hin, da kannst du auch hingehen. Da wartet Gott mit dieser Begegnung auf dich. Und dann, Simeon sagt, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, die Völker erleuchtet. Es geht hier darum, dein Leben dann in einem anderen Licht wahrzunehmen. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Du musst nicht das irgendwie noch toppen. Das ist angenommen. Das ist in einem anderen, wärmeren, milderen, liebevolleren Licht. Und wie das mit Licht so ist, ne, das, was beschieden wird, dein Leben bleibt erstmal so. Da wird sich nicht alles radikal ändern. Aber in diesem Licht nimmst du es anders wahr, ist es angenommen. Und es ist dran an der Quelle, am Leben. Das kann nicht mehr irgendwie schief laufen. Das lässt uns dann schon anders durchatmen und ich finde wirklich leichter leben. Und dann ändern sich auch Situationen. Also der Simeon, denke ich, hatte schon völlig recht. Diese Begegnung mit Gott, der dich sucht, der dir begegnen will, Geheimnis von Weihnachten, das ist nicht mehr zu toppen. Warte nicht auf was anderes, aber von diesem Höhepunkt her kannst du, glaube ich, alles andere in deinem Leben doch irgendwie annehmen und menschlich gestalten. Amen.